Boah, es wird langsam. Also wird langsam eklig, ne? Kanal mit Leonie. Leute, heute wird's wild. Heute wird gesoffen. Ich glaube, ihr wisst, was es heißt. Und zwar, wir drehen das erste Mal ein Say It or Shot It Video. Wie ready bist du? Voll 100%, würde ich sagen. Dieses Video kennen wir von anderen YouTubern. Ich glaube, das war eine Zeit lang ein großer Trend auf YouTube. Also, wir beantworten entweder die spicy Frage, die ihr uns auf Instagram gestellt habt, oder wir trinken einen Shot, einen Klopfer, wenn wir die Frage zu spicy finden. Und die nicht beantworten wollen, ne? Ja. Ich habe schon ewig lang Bock auf dieses Video, aber ich habe mich davor immer gedrückt, weil ich es cringe finde wegen meiner Familie und so. So, jetzt werden die Folgen gefunden. Also alle an meine Familienmitglieder, bitte schaltet einfach ab, okay? Das ist private. Achso, natürlich, Alkohol sollte man ernst nehmen, ja. Man sollte das vielleicht nicht nachmachen. Vor allem nicht, wenn man minderjährig ist. Das dient einfach nur der Unterhaltung, Leute. Wir sind in dem Moment keine Vorbilder, aber ich würde sagen, let's go. Erstmal ein Shot zum Warmwerden, ne? Bei mir nicht schon warm genug. Ja. Erdbeere, geil. Oh, ich habe auch Erdbeere. Ja. Oh, was für ein Schmuck. Boah, deine Nachbarn tun mir leid, die denken, wir haben hier irgendwas in die Wand. Wir haben heute übrigens noch einen Grund, nochmal zu feiern. Und zwar auf dich. Auf mich. Auf deine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja, ich bin seit zwei Wochen, würde ich gerade sagen. Ja. Seit 2 Tagen fertig. Ja, wir gehen danach in den Club, also es ist perfekt, dass wir hier heute vortrinken. Okay, tschüss. Wie viel Prozent hat denn so ein Ding? 15. Pro Stück? Naja, dann beantworte einfach meine Fragen, wenn du noch lebst. Ja, wird warm ums Herz auf einmal. Ach komm. Wird schon. Los. Also ich habe schon manche Fragen gesehen und Leute, die sind echt spicy. Mal sehen. Hattest du schon mal Angst, schwanger zu werden? Die Frage kann ich beantworten. Ich denke, jeder hat schon mal den ein oder anderen Schwangerschaftstest gemacht. Ja, ich würde schon sagen, es ist eine Phase gab, wo ich ein bisschen Schiss hatte. Aber ich muss sagen, ich bin da echt, ich bin da ganz gutgläubig. Also ich habe immer, weißt du ja selber, also ich hatte schon mal 3 Monate meine Tage nicht bekommen, wo ich die Pille abgesetzt hatte. Denn es ist ja eh so ein bisschen... Ja, also tatsächlich, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe, ich arbeite ja beim Gynäkologen, hatte ich mehr Angst. Also, falls ihr euch von Leonie untersuchen lassen wollt. Ich finde, vorher hatte ich mehr Angst, weil man einfach viele Dinge auch nicht weiß. Aber dort hat man ja immer unfassbar viel Wissen oder erlernt man ja sehr viel Wissen über Kontrazeption, also über Verhütung. Und ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen entspannter gewesen. Hm. Oder seitdem bin ich entspannter. Ja. Ja, next question. Welche Farbe hat deine Unterwäsche? Was nochmal? Welche Farbe hat deine Unterwäsche? Das weiß ich gerade selber nicht mal. Soll ich mal gucken? Sieht man mich überhaupt? Nö. Schwarz tatsächlich. Meine hellblau. Ich bin eigentlich auch so ein kontinuierlicher Schwarzträger eigentlich. Kann man jetzt mal hier droppen, wenn wir schon mal die Frage haben. Ja, aber ich bin auch sowas so farbige Unterwäsche ist schon auch echt... Kannst du auch nicht zu einem tragen. Also doch, eigentlich schon, aber... Ja, das mag ich auch nur im Match tragen. Aber ja, genau. Ja. Boah, ich bin gespannt, ob du es sagst. Jetzt nicht. Body Count. Nee, das trinke ich auch. Das ist mir ein bisschen zu private. Also, die Leute, die engsten Leute wissen es, der Rest muss es nicht. Ja, denke ich auch. Ich habe jetzt gerade geklopft, egal. Sorry, falls wir euch falsche Hoffnungen hier machen. Tschüss. Vor allem, so die ersten gehen noch, aber ich hasse ja eigentlich Shots. Ja. Also, meine Klopfer geht ja sowieso noch, aber. Echt? Ja. Hast du schon mal geklaut? Hast du schon mal geklaut? Ja. Also ich glaube, jeder Mensch hat schon mal in seinem Leben geklaut. Ich habe tatsächlich einmal noch zwar mit dir. Unwissentlich. Ich habe es einmal unwissentlich gemacht, tatsächlich. Wo denn? Ich habe aus dem Wandern die Gummi mitgenommen. Aus dem Backpaper. Da habe ich eigentlich eine andere Sache gemacht. Ja,
oh mein Gott, ich weiß aber, welche Situation du... Und die wollten es eigentlich vor Ort machen. Und auf einmal, komm mal mit, und auf einmal hatte ich den in der Hand und waren halt aus dem Laden raus. Und in dem Moment habe ich jetzt diesen Radiergummi ja geklaut. Kennst du den alten Konsum bei unserer Grundschule? Oh mein Gott, stimmt. Da hat eigentlich jeder geklaut. Ja. Also jeder, der dort zur Grundschule gegangen ist und dort in diesem Kiosk war, hat mindestens eine Sache geklaut. Und ja, wenn es so 10 Cent waren. Den Kiosk gibt es übrigens nicht. Ja, ich glaube, der ist mal laut gegangen. Ja, und der hat zu doll Minus gemacht. Das Ding ist, alle waren da schon undercover in der Pause in der Grundschule. Darf man ja das Gelände nicht verlassen. Ich glaube, bei 6. erst. Nee, selbst da nur mit dem Mutti-Zimmer, glaube ich. Also ich glaube, wirklich jeder hat schon mal geklaut. Also wir haben jetzt nicht große Dinge gemacht. Ich glaube, so nur Kleinigkeiten, Süßigkeiten klauen. Oder man hat irgendwie mitgegeben. Ich würde jetzt nicht keine Ahnung. Ja, ich würde jetzt kein 150-Euro Parfüm klauen. Ja, also das ist mir, genau. Also ein bisschen Anstand haben wir ja dann doch. Ja. Was war dein schlimmstes Date? Jetzt muss ich kurz kramen. Ich habe eins. Ach doch, ich hatte auch eins. Aber das war sehr, sehr... Also wenn ich das jetzt... Das kann ich nicht shoppen. Das ist viel zu intim eigentlich. Na, dein schlimmstes Date, dann musst du trinken. Mein schlimmstes Date war an sich noch harmlos, aber das war ein Typ und wir saßen irgendwie 3 Stunden im Café und ich saß schon irgendwann so da. Und ich wollte ihm immer noch zeigen, dass ich anwesend bin und dass ich andocke an seine Gespräche, um irgendwie, also ne, damit er weiß, ich höre zu. Ich kam gar nicht zu Wort. Und dann hat es aufgehört zu regnen und meinte er so, ja, dann können wir ja spazieren gehen. Da dachte ich mir so, okay, geil, dann kann ich schon ein bisschen so die Wiege zum Auto machen. Und auf einmal stehen wir vor so einer Tür. Ja, hier wohne ich übrigens. War das nicht der Grund für dich? Hast du mich davon erzählt? Ja, ich glaube, da war ich echt, also das war einfach, ach, nee. Also ja, also ich hatte schon ein schlimmes Date, aber das möchte ich nicht erzählen, weil es mir zu intim oder zu privat ist. Okay, das musst du mir nachher mal erzählen. Das kannst du safe schon. Wann hattet ihr euer erstes Mal? Das ist tatsächlich eine einfache Frage. Und zwar mit 15. Also ich finde es jetzt nicht schlimm zu erzählen. Nee, mit 15 ist auch für dich schlimm. Ja, mit 15 und das war mit meinem damaligen ersten Freund auch. Deswegen finde ich das eigentlich auch gut. Also ich finde, die Situation war passend. Die Person war zu dem Zeitpunkt für mich passend. Und ich war in der Beziehung. Und ich war 15 und ich fand das eigentlich voll in Ordnung. Ja. Oh Gott, meine Mutter denkt, ich habe... Oh Gott. Ich habe meiner Mutter was ganz anderes damals erzählt. Hi. Die bringt mich um, wenn ihr das sieht. Quatsch! Ja, jeder hat mal gelogen, wa? Ich kann auch sagen, ich weiß gar nicht, ich frage mich, ob meine Mama das weiß. Mit 16? War ich 16? Ja, ne? Ja. Warst du nicht sogar, du warst es sogar war ich 15 oder war ich 16? Weiß halt nicht, war ich vor dir dran? Ja, auf jeden Fall, echt? Auf jeden Fall. Nee, aber ich glaube, ich war 16, das war ganz kurz nach meinem 16. Geburtstag, auch als ich in einer Beziehung war. Ich weiß auch sogar mit wem jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Und es ist so krass, dass wir aus dem Gehirn gelöschen. Ich weiß nichts mehr darüber. Manchmal verdrängt man ja so krasse Sachen, aber ja. Ja, richtig crazy. Vorhin, ihr habt die Frage schon gelesen. Gruppensex im Teamerzimmer bei den Jugendreisen, wo ich jetzt bin? Nein! Was nochmal? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bin noch bald auf Jugendreisen und jemand hat gefragt, weil man darf nichts mit den Gästen haben, ist ja klar. Mhm. Und dann aber mit Kollegen so, sag ich mal. Und er dann so, Gruppensex im Teamerzimmer bei den Jugendreisen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und dann die Frage auch so krank einfach, lieber Hundefleisch oder Katzenfleisch essen? Ich möchte die Frage nicht beantworten. Nee. Ich finde das einfach krank. Ich möchte gar nichts davon essen. Nee, also eigentlich haben wir ja die Frage beantwortet, aber trinken können wir ja trotzdem drauf. Gott, ey, du trinkst aber die anderen hier. Wie heißen die? Cream. Oh, Bucky. Oh, nehmt ihr schon mal. Das ist doch wie Baileys. Na, doch. Ja, aber ich mag das nicht. Ich mag weder Baileys noch irgendwelche anderes. Oh, ist so richtig warm in meinem Bauch. Ich sag dir, wenn wir aus dieser Tür rausgehen, ich werde schlagartig weg sein. Ciao, ciao. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich habe noch nicht so viel gegessen, damit der Alkohol besser knallt. Hast du schon mal eine Person des gleichen Geschlechts geküsst? Ja. Also, ja? Ja, ich auch. Da kam auch irgendwo noch eine Frage. Habt ihr schon mal geküsst? Ja. Ja. Auch eine wilde Story. Kannst du dich noch an diese eine Situation erinnern? Ja, ich weiß es auf jeden Fall noch.
Ja. Und Leonie konnte mir danach nicht mehr in die Augen schauen am nächsten Tag. Und ich hab's, aber ich fand's so witzig, dass sie es so unangenehm fand. Mir war das so unangenehm. Wir waren da auch, das war noch ganz, das, da war ich sogar noch minderjährig, das weiß ich noch. Ja, da war ich auch minderjährig, weil da kamen wir in die ganzen Bars nicht rein. Und da kam ich nur wegen der einen Person rein. Ja, genau, weil er diesen Barmensch kannte. Und ja. Ja. War aber eine nette Erfahrung. Ja. Wie, wer ist nerviger, wenn er betrunken ist? Du. Ja, ich glaube also, auch. Sie ist eigentlich nicht nervig. Sie ist, wird immer offener und findet kein Ende. Und das ist halt das Nervige. Habe ich von meiner Mama. Ich habe meine Mama. Und ich glaube, das ist nur das, was nervig ist, wenn man sagt, okay, es ist zu viel, man möchte nach Hause. Nee, und dann verschwindet sie. Und dann macht sie so, dann geht sie auf eigenen, ja, genau. Auf eigene Entdeckungstouren. Und das ist immer so nervig, weil du findest sie denn nicht mehr. Und genau. Du willst sie aber auch gleichzeitig nicht alleine dran lassen. Ja, ich bin dann halt immer so, Leute, ich bin erwachsen, ich kann auch alleine bleiben. Ich lerne eh immer dann irgendjemanden kennen. Aber, und für die Leute ist es dann aber nervig, weil sie sich so denken, okay, wir wollten eigentlich zusammen zurückfahren oder ich will sie jetzt auch nicht alleine lassen. Das ist wirklich, glaube ich, nervig. Es geht auch gar nicht darum, dass man dann so die Mutter raushängen lassen möchte oder sie so bemuttern möchte, weil klar ist sie alt genug, aber in dem Moment, man ist alkoholisiert, man ist irgendwann nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne, wann ist nicht mehr so wirklich, also wann kann ich mehr unterscheiden, bis zu welchem Punkt wird es gefährlich und wann nicht. Und wenn man natürlich noch jemanden hat, der ein Auge auf einen wirft und die Sache vielleicht noch mal ein bisschen neutraler sieht, kann man vielleicht schon eher einschätzen, okay, das wird jetzt eine brenzliche Situation oder die Person ist jetzt eher auf was anderes aus, als sich nett mal zu unterhalten oder so. Und ich glaube, das ist ja der springende Punkt, warum man ja die Freundin nie alleine lassen möchte. Ja. Haben wir geklärt. Freust du dich auch schon mal heute Abend auf den Döner? Ja. Nach dem Feiern? Oh mein Gott, das ist so geil. Ja. Oder so richtig fett gepopst. Tampons oder Binden? Das ist auch eine Frage, würde ich einfach nur beantworten. Eigentlich Tampons. Ja, Tampons. Also wenn ich mal überhaupt meine Tage habe. Binden benutze ich gerne über Nacht. Einfach weil ich mal gehört habe, Tampons soll man nicht so über Nacht tragen. Hä? Aber Binden am Tag mag ich nicht. Ich finde es schon in der Nacht eklig. Ja, also ich bin generell ein Tampon-Typ, aber da ich meine Pille in der Regel durchnehme, habe ich sowieso meine Periode selten. Also deswegen werden dann halt wirklich Tampons. Ja. Ist richtig warm, ne? Schon mal betrunken gewesen? Nee. Das ist heute meine erste Erfahrung, betrunken zu sein. Nee, es gab schon echt böse Situationen. Ja. Also die schlimmste Situation, glaube ich, war wirklich im Weekend letztes Mal, bevor Herrentag war, kann sich noch erinnern. Mhm. Das war ein böser Abend, zumindest am nächsten Morgen. Ja. Denkst du bist ein guter Küsser? Ich glaube, man sollte das schon von sich denken, also, weil sonst würde ich mich ja gar nicht trauen, überhaupt irgendjemanden zu küssen. Also ich würde schon sagen, dass ich, glaube ich, gar nicht schlecht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Top-Küsser bin, aber ich würde schon sagen, dass ich überzeugend sein kann und ich bis jetzt auch kein schlechtes Feedback bekommen. Nee, also ich habe auch zum Glück noch kein schlechtes Feedback bekommen. Also ich glaube, es ist ja auch eher so, dass man dann vielleicht gar nichts sagt. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, jemand hat schlecht geküsst, dann habe ich halt einfach gar nichts gesagt. Aber ich habe schon oft gehört, okay, es war gut so. Ja, also meistens sagt man dann, oh, du kannst aber gut küssen, sondern man merkt es ja, indem die Person dann nicht genug kriegen kann. Also dass sie dann immer wieder ankommt. Und ich glaube, wenn jemand schlecht küssen kann, du findest die Person nochmal toll, dann ziehst du dich, glaube ich, automatisch zurück, weil das ein Punkt ist, was dich so ein bisschen, naja, nicht abtönt, aber dich zurückziehen. Dass du sagst, naja, okay, Person ist attraktiv, aber so, das harmoniert das nicht harmoniert. Dann ist das halt nicht mein Vibe. Und wenn es nicht mein Vibe ist, dann distanziere ich mich eher. Ja. Und ich glaube, die Personen, würde ich sagen, die, mit denen ich mich bis jetzt geküsst habe, haben sich danach dann nicht distanziert. Ja. Deswegen würde ich behaupten, ich meine, es liegt auch halt auch immer im Auge des Betrachters, ja, ne? Stimmt. Wenn Person A es gut findet, kann Person Z das halt auch wieder scheiße finden. Das stimmt. Ja. Deine Vorlieben. Hier, Leute. Was jetzt? Beim Sex? Ja. Nee. Willst du das nicht mal für alle offenbaren? Nee. Ich schwitze total. Also ich muss sagen, so warm hier in meiner Also Ja, das sind so intime Fragen, das muss jetzt nicht offenbart werden. Ich finde es schon unangenehm, die Frage auszusprechen, weil ich weiß, meine Oma guckt ja auch zu. Die wichtigsten Leute wissen es dann am Ende, aber... Ja, also wir Mädels, glaube ich, reden schon offen darüber, aber hier auf YouTube, ne, muss man das jetzt nicht sagen. Hattet ihr schon mal einen One-Night-Stand? Ja. Oder ist es nur ein One-Night-Stand? Oder ist es nur ein One-Night-Stand? Ja, ich habe schon mal einen One-Night-Stand. Ja. Würdest du es austhematisieren? Nee. Nein. Lass es einfach dabei stehen. Wie viele steht jetzt halt? Ich kann es gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, viele waren es gar nicht. Aber
Also es waren auf jeden Fall 2 oder 3 Miss. Also hatte ich, glaube ich, schon 2, 3 One-Night-Stands hatte ich mindestens schon. Das war meine Phase, wo ich... Ja, 2, 3 für eine Single-Phase ist jetzt aber auch nicht so krass. Ja, ist, wo ich mich ein bisschen ausgelebt habe. Meistens habe ich mich dann auch längerfristig mit den Personen getroffen. Stimmt, bei dir war es, wenn dann immer eher was Längerfristiges. Also was Längerfristiges. Ohne, dass es eine Beziehung war, genau. Aber halt nicht nur abends. Ja, also prinzipiell, es lief dann nicht nur ausschließlich darauf hin, dass man intim wurde, sondern halt auch einfach, dass man Zeit miteinander verbringt. Aber ja, ich hatte schon One-Night-Stands und das war für den März einmal, das ist, kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Obwohl ich wohl abwürdig noch sage, ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber ich stehe zu. Das ist gut, dass du dazu stehst. Oh mein Gott, ich will nicht wissen, was meine Familie davon erhält, wenn sie das sehen. Wen hasst ihr? Es gibt einen Menschen in meinem Leben, den ich hasse, den muss man aber nicht weiter austhematisieren. Ja, da musst du aber trinken. Ach so, ja, stimmt. Ja, es gibt auch, also ich wirklich, ich habe einmal gemerkt, dass ich wirklich hasse. Es ist jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen wieder vorüber, aber ja, deswegen trinke ich jetzt auch. Oh, die saure Kirsche weiß ich überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, ich nehme die saure Kirsche. Oh, die saure Kirsche, mal seit einem Abend kann ich keine saure Kirsche mehr trinken. War ein netter Abend, sagst du? Ja, es war ein bisschen zu viel saure Kirsche an dem Abend. Merkst du schon was? Nö. Spätestens wenn wir in der frischen Luft sind, dann knallt. Ja. Meinung zum Ex-Freund. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich zu meinem sagen? Eigentlich möchte ich mich gar nicht zu meinem äußern. Dann trink. Ja. Nee. Ist er den Shot wert oder ist er den Shot nicht wert? Eigentlich kann man es ja kurz fassen. Zu meinem letzten Ex-Freund habe ich keinen Kontakt mehr, da ich ihn überall blockiert habe. Kann man sagen, dass wir gut oder schlecht auseinandergegangen sind? Also ich würde sagen, eher schlecht. Also mit deinem letzten? Und davor wollen wir jetzt gar nicht reden. Also ich glaube, ich bin mit meinem ersten Ex-Freund scheiße auseinandergegangen. Und bei meinem zweiten würde ich sagen, das ist so eine Hassliebe gewesen irgendwie. Also das ist so, wir konnten irgendwo nie ohneinander, aber irgendwie auch nie, also aber miteinander. Also eigentlich hätte es miteinander schon geklappt, wenn die Distanz nicht wäre. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und der weitere Punkt ist, glaube ich, dass ich einfach vom Kopf her etwas weiter war und ganz andere Sachen erwartet habe, als er am Ende erfüllen konnte. Und ich glaube, dadurch sind wir zum Ende immer nicht mehr aufeinander gekommen. Ja. Deswegen würde ich sagen, sind wir so semi-gut auseinandergegangen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns hassen. Mhm. Also ich hasse ihn jetzt nicht, obwohl ich es gerne wollen würde. Mhm. Aber ja. Ist jetzt auch nicht gut. Mhm. Okay, da haben wir doch beide beantwortet. Was hältst du von offenen Beziehungen? Kann ich auch beantworten, weil es ja einfach nur eine Meinung ist. Mhm. Jeder soll machen und tun und lassen, was er will. Für mich käme es, glaube ich, nie in Frage. Schließe ich mich der Meinung an, wenn ich mit jemandem zusammen bin und jemanden wirklich aus dem tiefsten Herzen liebe, möchte ich die Person nicht teilen, sondern für mich alleine haben. Wenn man in einer Single-Phase was Lockeres, was Offenes hat, eine lange Kennenlernphase und manchmal sagt man ja auch, dass eine intensive Kennenlernphase nötig ist und meinetwegen der andere vielleicht dann noch welche trifft. Aber das ist ja auch so, man ist nicht zusammen, das ist keine offene Beziehung, aber offene Beziehung an sich, für mich selber, würde ich den Sinn nicht verstehen. Also ich bin für offene Beziehungen im Generellen nicht. Also egal, ob ich jemanden kennenlerne oder nicht. Ja. Ich bin mittlerweile auch so, dass ich auch selbst, wenn ich jemanden kennenlerne, schon für mich selber sage, ich habe kein Interesse, andere Leute kennenzulernen. Ja. Einfach aus dem Aspekt, weil das ja nun mal die Phase ist, wo ich rausfinden möchte, ob ich mit den Personen matche oder nicht. Und ich finde, das kann ich ja nicht, wenn ich mich nicht so ein bisschen mehr noch einlasse. Ja. Deswegen ist für mich sowohl Beziehung als auch Kennenlernphase für mich einfach tabu, jemanden weiteres zu haben. Ja. An welchem verrücktesten Ort hattet ihr Sex? Ich muss das Wort übrigens immer wegpiepen, weil das von YouTube sonst angekreidet wird. Nee, das möchte ich nicht sagen. Das kann ich ausgewählten Personen sagen. Ja, das muss jetzt auch nicht. Gehört hier nicht rein, das ist mir zu intim. Erdbeeren? Die Frage ist in zwei geteilt. Das ist eine Frage, aber ich würde sie jetzt in zwei teilen, weil es sind zwei verschiedene Antworten, finde ich. Hattet ihr schon Dates durch Online-Plattformen? Ja. Und wie viele? Da trinke ich. Ja, das finde ich, geht kein Wasser an. Also jetzt wird mir langsam warm. Ja, weil das ist so, natürlich kann man es sagen, aber jeder datet anders. Ja. Und ich finde, Leute können sich daraus ein Urteil bilden einfach. Es geht auch einfach nicht jedem was an. Ja. Punkt.
Punkt. Oh, es wird langsam. Also langsam eklig, ne? Alter, ich habe auch nicht so viele Klopfer hier in 20 Minuten getrunken. Das ist ja wirklich gottlos. Was gehört zu einem attraktiven Mann dazu? Würde ich sogar beantworten. Ich muss nämlich anfangen so. Attraktiver, ein Mann ist für mich attraktiv, wenn er weiß, was er will. Ein schönes Lächeln hat, schöne Augen. Ich finde auch einen dominanten Blick. Also ich mag es, wenn Leute mit Augen flirten. Hast du eine Perspektive gesagt? Mm-mm. Eine Perspektive und zielstrebig sind. Das sind für mich alles Sachen, die einen Mann sehr attraktiv machen. Ja. Und ich mag es auch, das kann jetzt oberflächlich sein, aber ich mag es auch, wenn die trainiert sind, also zum Sport gehen. Aber ich würde sagen, das ist jetzt für mich eher zweitrangig. Aber das sind so die Punkte, die einen Mann für mich attraktiv machen. Ja. Und wenn sie der Frau zeigen, dass sie sie wollen. Also so richtig zeigen, dass sie, ich will nicht sagen obsessed sind, weil das ist mir dann zu viel, aber schon zeigen, ey, ich finde dich interessant, ich finde dich toll. Und das auch offen zeigen. Und nicht so auf, ich bin untouchable. Und das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Und Männlichkeit. Also einfach, er soll wirklich ein Mann sein. Ich möchte mich nehmen, es gibt einfach so Typen, die auch männlich sind, aber wo ich mich manchmal dann so, ich liebe es total, feminin zu sein und mich schick zu machen. Ich liebe es aber auch einfach komplett fettige Haare und messy Look und keine Ahnung was. Und ich will mich dann trotzdem noch weiblich fühlen und nicht, dass ich so einen eitlen Typ neben mir zu sitzen habe. Was soll ich jetzt anziehen und bla. Obwohl, das finde ich gar nicht mal schlimm. Ich glaube, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Also der schlimmer ist als wir Frauen, die uns fertig machen. Genau. Ja. Also ich würde jetzt auch keinen Typ haben wollen, der keiner soll sich gejudged fühlen, aber der länger braucht als ich im Bad. Und ich kann halt nicht, wenn ich auf Zeitdruck bin, kann ich mich halt innerhalb ein paar Minuten schnell schminken, 5 Minuten schminken, 5 Minuten duschen, mich anziehen, dann bin ich in 10 Minuten fertig. Und es soll auch mal schnell gehen. Und klar kann man auch mal länger brauchen, aber ich will nicht, dass ein Typ dann sagt, oh nee, ich brauche jetzt erstmal eine halbe Stunde. Also du sagst jetzt gepflegt, aber nicht überpflegt. Mhm, ja. Kann man das so sagen? Nee, eitel ist das dann eher. Ne? Aber zu eitel ist. Also ein gepflegter Mensch oder ein gepflegter Mann ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, der noch zusätzlich, würde ich jetzt sagen, auf meine Liste kommen würde. Aber klar, die Fakten, die Leonie gesagt hat, auf jeden Fall. Genau. Und dann halt natürlich auch noch so, wenn er auf Ernährung achtet und wenn er sportlich ist und Aussehen größer als ich. Alles, also... Ja, stimmt, das macht man auch attraktiv. Aber ich finde, das sind wieder so Größe, sportlich... Ist Aussehen ist halt, und Oberfläche. Das wollte ich gerade sagen, ist Übersehen. Also ich habe jetzt eher mal auf die anderen, also wirklich die Punkte macht, die man auch attraktiv machen, ohne dass man jetzt mal auf dieses Äußerliche voll. Voll gut Augen und Lippen ist ja auch so ein bisschen... Ja, aber trotzdem... Ich meine letztendlich trotzdem Aussehen... Also pflegt... Und Charakter hält fest, letztendlich. Ja, ist auch so Richtung... Also, ich muss mich echt kurz an meiner Welt ziehen. Auf asozial. Ja, ist okay. Okay. Jetzt stehe ich jetzt zu. Ist okay. Verschönerst du deine Tinder-Bilder, um dich besser dastehen zu lassen? Nein. Also, sagen wir mal so, Eva kann ja schon mal sagen, jeder Bild war mal auf Tinder, aber ich nutze Tinder schon gar nicht mehr, weil ich Tinder einfach nur grausam finde. Ich benutze es aber noch. Ja, du kannst, also, es ist halt eine subjektive Meinung und es ist jetzt meine subjektive Meinung. Ja. Ich finde, Tinder ist eine Zeit lang was für mich gewesen, glaube ich, wo ich wirklich so meine Phase hatte, wo ich mich ausleben wollte und die ausprobieren wollte. Und ich muss auch sagen, da war auch mehr dabei, was ich interessant fand. Aber ich glaube, Tinder ist für mich einfach nichts mehr. Ich glaube, das habe ich jetzt seit... Hat sich ausgetindert. Ja, Leonie ist auch schon ein bisschen länger Single als ich. Ja, stimmt. Ja, okay, die eine Beziehung, die ist schon short gewesen. Ja. Ich habe es tatsächlich auch nicht über Tinder. Also ich habe bestimmt seit 1,5 Jahren kein Tinder mehr, weil ich das einfach grausam finde. Ja. Ja, ich würde es auch eigentlich gerne, ich finde es auch nervig, was soll ich sagen. Also. Redest du noch mit der Person, mit der du deinen ersten Kuss hattest? Boah, Leute, das war in der Grundschule. Wenn ich die Person sehe, klar, würde ich Hallo sagen. Ich bin ein Kind. Ich würde gerne, mit wem ich meinen ersten Kuss hatte. Das war auch immer nicht mit meinem ersten Freund, das weiß ich. Und mit der Person hatte ich auch keinen Kontakt mehr. Ich mit... Also, natürlich würde ich ihm noch Hallo sagen. Also mit der Person, mit der ich meinen ersten Kuss hatte, mit der... Der würde gar nicht mehr in Frage kommen, dass man den sieht, deswegen... Werden? Ich weiß mal mehr, wie der heißt. Echt? Ja, es war auf jeden Fall nicht mehr mein erster Freund. Wer war denn das? Ich habe keine Ahnung mehr, das war irgendwann... Ich weiß, wie der heißt! Wie heißt der? Ja, oh mein Gott, der war einen Kopf kleiner als du. Ja, also auch, ich
zwei Jahre oder drei Jahre älter. Der war relativ viel älter, das habe ich auch gemerkt irgendwann. Nenne fünf Menschen, die du besonders heiß findest. Nee. Nee. Oh, scheiße. Also ich merke den Alkohol langsam. Gar nicht. Hast du nochmal creepy? Ja, mach doch mal das mit dem Scheiß weg, komm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie heiß findest du dich selbst? Nee, finde ich eine scheiß Frage. Ja, aber dann müssen wir trinken. Ich finde das auch eine komische Frage zu beantworten. Nee, es gibt bestimmt noch andere Fragen. Nee, aber wir sind real hier auf meinem Kanal. Wir versprechen hier nichts. Also, ist ja wie meine Mutter. Ich muss schnell sauber machen. Ich will mich nicht. Die Küche ist zu dreckig. So, nein. Sie wollte gerade hier faken im Video. Nein, aber ich finde die Frage dumm. Keine Ahnung, jeder hat mal so... Ich fange an zu sabbern. Schon los. Okay, cheers. Das war nicht, ich habe mein Ding noch nicht aufgemacht. Oh, warte mal, der scheint so. Hast du noch ein paar Fragen? Ja, eine nehmen wir noch, weil es geht schon viel zu lange. Oh, das ist einfach langsam. Ich habe nicht überlegt, was wir gerade alles weggesungen haben. Das ist schon echt böse. Taukern nachher in den Club. Ich merke schon, ich fange an zu lallen. Da kommen schon keine ordentlichen Sätze mehr raus. Das ist eine easy Frage. Wie lange braucht ihr euch, um fertig zu machen? Wenn ich jetzt so auf eine Party gehe, mich entspannt fertig mache, mich noch rasieren muss, duschen, Haare waschen, föhnen, locken, schminken, dann plane ich, sage ich mal, so 1,5 bis 2 Stunden Zeit, um es entspannt zu machen. Ja, wirklich, um es entspannt zu machen, um zwischendurch noch einen Kaffee zu trinken. Ja. Morgens brauche ich aber, wenn ich zur Arbeit gehe, und da schminke ich mich auch ein bisschen, eine halbe Stunde, eigentlich sogar so 20, 25 Minuten mit Zähneputzen, duschen, Kaffee machen, meine ganzen Sachen aus dem Kühlschrank nehmen, mein Proteinshake vorzubereiten, nochmal meine Haare fresh zu machen und trotzdem mich anzuziehen, ein bisschen Schminke ins Gesicht zu machen. Also ich kann innerhalb von 15 Minuten fertig sein, ich kann mir aber auch 2 Stunden Zeit lassen, wenn also, ich jetzt auf eine Party Smorty gehe. Tatsächlich bin ich auf Arbeit immer ungeschminkt, also ich brauche eigentlich morgens eine halbe Stunde. Ja. Und da ich mich nicht fertig mache, weil ich ja ungeschminkt bin, ist da inklusive gefühlt 20 Minuten für wach werden, Zähne putzen, anziehen, Gesicht waschen, eincremen und los. Also ich brauche wirklich eine halbe Stunde. Ich kann auch weniger machen, wenn ich nicht so lange brauche, morgens, um überhaupt wach zu werden. Ansonsten, ja, würde ich auch sagen, so richtig fertig machen für Club oder Geburtstag oder sich mal einfach rauszuputzen, weil es muss ja nicht immer nur für irgendwelche Partys sein, würde ich auch sagen, so 1,5 bis 2 Stunden, einfach um halt entspannt zu sein, um nicht unter Stress zu sein, um halt einfach nichts zu vergessen und einfach selber abgenervt zu sein, weil ich merke, ich bin nicht unter Stress, stehe ich einfach genervt. Ja, ja, ja. Also ist ja eigentlich jeder. Ja. Okay. That's it. We did it. Auweia. Auweia. Wir haben so viel gerade getrunken. Und es ist noch nicht mal 21 Uhr. Der Abend ist noch lang, Leute. Wir sind morgen früh um 10 im Bett. Tja, mit dir bin ich um 10 im Bett. Also, man muss dazu sagen, meine witzigste Clubgeschichte war mit Shella. Ja. Also mit meiner besten Freundin habe ich auch sehr, sehr viel witzige. Aber mit ihr habe ich 3 Clubs an einem Abend besucht und war um 10 im Bett. Okay. Ja, ich liebe es auch. Also mit dir feiern zu gehen ist halt... Witzig. Ja, wir wissen halt, wir werfen uns nichts vor. Ja. Wir können uns die Kante geben, wir können aber auch sagen, wir gehen nach Hause. Meinetwegen zur Not kann man auch dem anderen sagen, wir gehen zu Trend... Getrennt nach Hause. Getrennt nach Hause. Alles ist möglich. So, wir müssen das Video abbrechen. Meine Mama holt uns jetzt ab. Nee. War nett. War sehr nett. Also war... Ich würde sagen, war private. Ist auch ein bisschen unangenehm. Ich meine, weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen, müsste jetzt vielleicht nicht jeder sehen, es ist aber auf YouTube online. Wir stehen dazu. Und alles andere haben wir nicht beantwortet. Okay, Leute. Wir würden uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wir freuen uns auch über jedes neue Kommentar und wie immer über jedes neue Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr hier wieder auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao!